Wir haben hier zwei bedeutende Tafeln des italienischen Trecento, also der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, mit der Darstellung von zwei Heiligen, einmal der heiligen Katharina von Alexandrien und dem heiligen Antonius. Der Schöpfer dieser beiden Tafeln war der Künstler Matteo Giovannetti, ein Künstler aus Viterbo in Mittelitalien, der auch unter anderem den Palast des Papstes mit Malereien ausgestattet hat. Wir wissen aus den neuesten kunsthistorischen Forschungen genau über die Funktion und auch über die Herkunft dieser beiden Tafeln Bescheid. Die beiden Tafeln stellten einmal die Außentafeln eines Triptychons dar. Im zugeklappten Zustand sah man die heilige Katharina von Alexandrien und den heiligen Antonius. Man muss sich als zentrales Bild eine Madonna mit Jesusknaben vorstellen, flankiert von zwei Heiligen. Wir haben das große Glück, dass all diese Tafeln bis heute erhalten geblieben sind. Sie befinden sich heute zum Teil in sehr bedeutenden Sammlungen. Die Verkündigung beispielsweise im Louvre in Paris, die beiden inneren Tafeln mit der Darstellung des heiligen Hermagoras und des heiligen Fortunatus im Museo Correa in Venedig und das Mittelbild in einer sehr wichtigen Privatsammlung in Paris. Werke von Matteo Giovannetti sind sehr selten in Sammlungen zu finden. Sie sind noch seltener auf dem internationalen Kunstmarkt. Und diese beiden Tafeln, die wir jetzt vor uns haben, galten 100 Jahre als verschollen. Die kunstgeschichtliche Forschung wusste lange Zeit nichts über ihren Verbleib. Und wir freuen uns umso mehr, dass wir diese beiden Tafeln in unserer kommenden Auktion für Altmeistergemälde offerieren können.